we trade a heart for heart, that we'll never be whole together. If we trade a heart for heart, then our souls will be lost forever. So I'll never let you go. Never let you go. Einen wunderschönen guten Abend aus der Volkswagen Arena. Es steht an zur Entscheidung, und zwar das Rückspiel steht an in der UEFA Women's Champions League, VfL Wolfsburg gegen Arsenal London. Und ich darf an meiner Seite Marcel Schäfer, nur Sportdirektor der Männer, begrüßen. Marcel, schön, dass du es einrichten konntest. Ja, hallo, freue mich hier zu sein. Ja, wir blicken auf ein großartiges Spiel jetzt gleich hier. Große Namen VfL Wolfsburg und auch der FC Arsenal. Wie kommt es denn zustande, dass wir hier in der Volkswagen Arena stehen? Ich glaube, das ist ein extrem cooles Zeichen auch für unsere Wölfin. Ja, ich glaube, dass unsere Spielerinnen sich das reglich verdient haben über ihre Leistungen. Und wir freuen natürlich auch, dass viele Karten verkauft wurden und dass heute die Unterstützung für unser Frauenteam riesengroß ist, auch von unserer Seite. Rund 10.000 Zuschauer werden hier heute im weiten Rund erwartet. Ich glaube, das kann nochmal einen Extra-Kick geben für die Mädels unten auf dem Platz, oder? Ja, ich glaube, dass sie heute schon eine besondere Anspannung verspüren, hier bei uns im Stadion zu spielen, vor so einer tollen Kulisse. Und ich glaube auch, dass jeder heute wirklich alles dafür tun wird, auf den Rängen unsere Spielerinnen zu motivieren, nach vorne zu pushen, um eine Top-Leistung abzurufen und einen Sieg einzufahren, um in die nächste Runde zu kommen. Die Mädels haben schon in den Interviews vor dem Spiel gesagt, die freuen sich einfach auf diese Atmosphäre, dann hier auch auf das Stadion. Und ich glaube auch mit dem Gegner FC Arsenal, Arsenal Women FC, das ist auch ein großer Name, der auch den einen oder anderen hier ins Stadion ziehen kann, oder? Ja, man muss sagen, dass ja der Frauenfußball auch bei vielen Vereinen, sage ich mal, die in der Männerdomäne sehr erfolgreich sind. Real Madrid, gestern haben wir Barcelona gesehen, vor 91.000 Zuschauern gespielt. Weltrekord. Also das war genau Weltrekord. Das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Also da entwickelt sich einiges. Da ist eine positive Entwicklung zu sehen, und das machen wir heute auch. Also PSG waren auch, glaube ich, 30.000 Zuschauer gestern, die gegen Bayern ja eine Runde weitergekommen sind. Von daher ist es wirklich als sehr, sehr positives Signal zu sehen, und wir als VfL Wolfsburg wollen da weiter das Ganze weiter fortführen, auch mit einem positiven Ergebnis. Also ich freue mich heute riesig auf das Spiel. Auch unsere Jungs, die haben reglich nach Karten gefragt. Ich glaube, insgesamt sind aus dem Männerteam heute mit Trainerteam 27 Leute da. Stark. Und werden natürlich auch in die Hände klatschen und unsere Spielerinnen unterstützen. Ja, das ist doch ein richtig, richtig gutes Zeichen. Blicken wir auf das Hinspiel vor 8 Tagen zurück. Da gab es ein 1:1 auch im Emirates Stadium in London. Das war ein extrem spannendes Spiel. Später Ausgleich für Arsenal. Wie hast du dieses Spiel so wahrgenommen aus deiner Perspektive?
Ich fand es eigentlich einen guten Auftritt unserer Spielerin, muss man ganz ehrlich sagen. Dass du immer mal in der Champions League gegen eine Top-Mannschaft wie Arsenal ein Gegentor bekommen kannst, ja, soll nicht sein, aber wir sind alle zu lange im Fußball, dass wir wissen, dass das passieren kann. Ich glaube einfach, wir hätten das Spiel vorher schon entscheiden müssen können, haben die eine oder andere große Chance liegen lassen, um die Führung dann auch auszubauen. Und dann war es natürlich bitter, quasi relativ spät dann ja, den Ausgleich zu bekommen. Aber vielleicht tut es der Spannung und dem Spiel heute ganz gut. Unsere Spielerinnen, ich war auch mit Svenja Huth zwei, dreimal im Austausch, also die freuen sich riesig, die sind super motiviert und ich glaube, die werden eine Top-Leistung abrufen heute. Sehr gut. Und du warst auch schon Glücksbringer in der Gruppenphase quasi, da warst du ja auch beim grandiosen 4:0, warst du auch im Stadion. Englische Teams, die können uns auch mal so im heimischen Stadion ganz gut liegen, oder? Ja, in dem Fall war das so. Also dann können wir das gerne wiederholen. Also damals war ich ja nicht alleine, sondern auch mit meinen Kindern. Und die kommen heute auch alle. Also die Vorzeichen sind perfekt. Wir werden da als Familie Schäfer heute kräftig unterstützen und laut brüllen, wie es sich für Wölfe gehört, beziehungsweise heulen. Heulen. Hoffentlich häufig. Heulen, aber nicht wegen dem Ergebnis. Genau. Wir nennen es dann doch lieber brüllen. Perfekt. Und falls ihr noch in der Region wohnt und kurz entschlossen seid, die Tageskassen haben geöffnet, kommt in die Volkswagen Arena und feiert mit uns hier heute Abend ein Fußballfest. Du hast es gerade schon angesprochen, der Support der Männer ist auch groß. 27 aus dem Kader sind auch heute hier, feuern die Mädels an. Das ist ein extrem gutes Zeichen und auch, dass wir als Verein einfach komplett zusammenstehen, oder? Ja, absolut. Also beim letzten Heimspiel haben uns ja auch die Frauen da tatkräftig unterstützt und jetzt ist es einfach von der Spielansetzung die Möglichkeit, dass unsere Jungs nach dem Nachmittagstraining heute auch hier ins Stadion kommen. Wie gesagt, ohne dass man da irgendwas sagen musste, sind die Spieler auf uns zugekommen, haben nach Tickets gefragt und ja, also das ist ein tolles Zeichen. Wir alle gemeinsam sind der VfL Wolfsburg und wir alle gemeinsam wollen heute unsere Frauen unterstützen, damit sie in die nächste Runde einziehen und da gehören wir selbstverständlich auch dazu. Deshalb, wir freuen uns alle drauf. Gib uns nochmal so einen Einblick in das Fußballerleben, Fußballerinnenleben. Fußballerleben sprechen wir jetzt natürlich drüber. Vor solchen super interessanten Endspielen, wie hast du dich persönlich darauf vorbereitet? Also das ist das, warum man den Job auch so gerne ausübt. Ja? Das sind Spiele, wo man mit Sicherheit noch länger drüber redet, wo man ja, Nervosität, ich nenne es immer lieber so eine gesunde Anspannung verspürt, aber spätestens dann mit dem Anpfiff der Schiedsrichterin ist das in der Regel dann vorbei, dann hat man den ersten Ballkontakt, aber das sind natürlich besondere Momente, das sind auch irgendwo Highlights in der Karriere. Unser Frauenteam ist ja auch in der Champions League seit Jahren sehr, sehr erfolgreich, also von daher ist es etwas, was sie natürlich gewohnt sind, auch mit diesem ja, Druck dann auch ein Stück weit umzugehen. Den Druck machen sie sich auch selber, weil sie hohe Ansprüche haben und wie gesagt, also wir werden sie vollends unterstützen heute. Ich bin relativ sicher, wie man raushört und total überzeugt, dass wir heute als VfL Wolfsburg in die nächste Runde einziehen. Sehr schön. Und die Volkswagen Arena ist auch ein extrem gutes Omen, denn bisher, oder heute ist das dritte Spiel, das in der Volkswagen Arena unserer Wölfin stattfindet. Das erste Spiel wurde gewonnen gegen Arsenal, Saison 12-13. Das zweite Spiel wurde hier ebenfalls gewonnen. Und in beiden Saisons führte es zum Titel in der UWCL. Also, Daumen sind gedrückt, Leute. Das dritte Mal auch dabei, also von daher, ja. Ich bin ja wirklich ein Glücksbringer. Ja, hast du auch schon dabei? Nein, ne? Nee, leider noch nicht. Leider noch nicht, aber vorm Fernseher bestimmt. Marcel, du bist sehr optimistisch. Ja. Du weißt, was jetzt kommt. Ich möchte gerne einen Ergebnistipp von dir hören. Ja, weil ich einfach an die Stärke unserer Frauenmannschaft glaube und deshalb bin ich da auch so positiv gestimmt heute für das Spiel, weil ich glaube, dass die Zuschauer das Stadion nochmal einen zusätzlichen Schub geben. Und deshalb glaube ich, dass das heute ein 3:0 für unser Frauenteam wird. 3:0 ist notiert. Marcel, an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe gedacht, jetzt kommt was, wenn das Ergebnis stimmt, aber gut. Na, bei Wölfe TV gewinnt man nie was, so, das weißt du doch. Gut. Sendezeit, du bist gerne wieder willkommen im Halbfinale. Okay. Schauen wir mal. Alles klar. Herzlichen Dank für deine Zeit. Und wir geben jetzt einmal ab. Und zwar haben wir uns heute Mittag noch mit unserem Cheftrainer Tommy Stroth im Hotel getroffen. Der Countdown läuft. Bald steht das Spiel der Spiele an, das Viertelfinal-Rückspiel gegen Arsenal. Tommy, wie schaut der Tagesablauf heute aus im Vergleich zu einem Auswärtsspiel? Wir sind ja, wie wir uns hier umblicken, auch in einem Tageshotel.
Also Punkt 1, Spiel der Spieler haben wir scheinbar nur noch, aber die Vorfreude ist erstmal riesengroß. Ansonsten ist es so, dass wir heute im Tageshotel sind. Wir haben heute Morgen ganz normal unseren Trainingsplatz aktiviert, sind jetzt dann kurz zum Mittagessen zusammen, haben nochmal eine kurze Mittagsruhe und dann sind wir schon beim Matchmeal und in einer intensiven Vorbereitung Richtung Spiel. Gib uns einen Einblick in deine Gefühlslage. Jetzt ist es das Rückspiel, nicht mehr das Hinspiel. Ist die Anspannung gefühlt einen Ticken größer auch bei dir persönlich? Nein, also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil einfach die Dinge genauso laufen, wie sie immer laufen. Wir haben Dinge vorbereitet, Dinge besprochen, sind da ganz normal in unseren Zeitfenstern auch unterwegs. Und da kommt meine Anspannung immer erst wirklich Richtung Matchspiel, sobald die Spieltagskleidung angeht. Jetzt ist es leider so, dass Joel Wedemeyer für das Rückspiel gelb gesperrt ist. Gib uns da gerne einen kleinen Einblick in deinen Plan. Wie wird Joe heute ersetzt werden? Ja, wir haben das Glück, dass wir wirklich eine komplett breiten Kader ja auch haben, wo wir immer Dinge auch kompensieren können. Und wir müssen solche Dinge ja immer einplanen. Ne? Ob jetzt in der Bundesliga, in der Champions League oder auch mal im Pokal, werden wir nicht immer alle Mädels zur Verfügung haben. Und dann gilt es eben, das gut zu ersetzen. Und wir haben da mit Lynn Wilms einfach auch gegen Frankfurt schon gute Erfahrungen gemacht. Sie ist genau für die Position da. Von daher für uns überhaupt gar kein Thema. Ist es ein Glück, dass man hat es gestern bei den Bayern gesehen, dass die Bank extrem geschwächt war, ganz, ganz wenige Spielerinnen leider zur Verfügung standen. Kann man da von einem Glück reden, dass das so gut an uns vorüberzieht und du die Qual der Wahl hast? Sehr, sehr wertvoll. Wir haben sehr, sehr intensive Wochen hinter uns, aber auch eben noch vor uns. Und da eben einen gesamten Kader zur Verfügung zu haben, viele Möglichkeiten auch zu haben, die Belastung zu steuern, anzupassen, aber auch einen guten Konkurrenzkampf zu haben, ist absolut wertvoll und trägt uns auch eben durch diese Phase. Mit großer Freude haben wir auch gesehen, dass gestern beim Abschlusstraining auch Eva Pajor dabei war. Inwiefern kann sie heute schon eine Rolle spielen oder war sie jetzt einfach erstmal wieder beim Kader mit dabei und heute gibt es vielleicht doch keine Minute? Hundertprozentig sagen kann ich so noch gar nicht. Aber wenn Eva keine Rolle spielen würde in irgendwelchen Szenarien oder Gedankenspielen, dann wäre sie nicht dabei. Und sie ist zumindest so fit, dass wir ihr zutrauen, vielleicht auch reinkommen zu können in gewissen Situationen. Aber die Situationen müssen auch passen und wir werden da auch kein Risiko frühzeitig gehen, was es nicht wert ist, sondern das immer auch bewusst abwägen. Wie sehr freust du dich heute? Gestern haben wir die Frage auch schon gestellt, aber auf diesen 12. Mann in der Volkswagen Arena, über 10.000 Fans werden da sein. Wie sehr steigt da auch deine Vorfreude drauf? Enorm. Also ich muss echt sagen, auch gestern dann in der Volkswagen Arena das erste Mal zu trainieren und das wirklich auch so mal genießen zu können. Vorfreude merke ich auch bei den Mädels, freuen uns da extrem drauf. Und dann eben vor mehr als 10.000 Zuschauern in der Volkswagen Arena zu spielen, bleibt einfach ein besonderes Erlebnis. Und wir freuen uns drauf, wir werden es genießen, aber werden auch den Zuschauern hoffentlich eine tolle Show bieten. Herzlichen Dank und gutes Gelingen. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist riesengroß und meine Vorfreude ist ebenfalls riesengroß und zwar auf meine beiden Interviewgäste jetzt, Lara Diekenmann und Jaya Kapfi. Ihr kennt sie zu Hause, alle absolute VfL-Legenden. Ich habe mal über den Daumen weit über fast 500 Pflichtspiele zusammen addiert, unfassbar viele Titel zusammen gewonnen. Lara, ich glaube 12 Meisterschaften, vereinsübergreifend, über 10 Pokalsiege, zweimal die Champions League. Jay, 6-mal deutscher Meister, 8-mal bei allen Pokalsiegen dabei gewesen. Ich pinsel euch ein bisschen Honig ums Mäulchen. Ja, ja. Und 2-mal die Champions League gewonnen. Absoluter Wahnsinn und ich freue mich, dass ihr da seid. Schönen guten Abend. Hallo Felix. Hallo. Hi. Bei uns auch. Schön, wie gesagt, dass das geklappt hat, dass wir hier zusammenkommen können. Aber die Fans interessiert natürlich auch. Ich gebe mal ganz nach links außen rüber, Jay. Wie geht's dir momentan und was machst du so? Ja, danke der Nachfrage. Also mir geht's ganz gut. Ich lebe ja in Berlin. Ich arbeite für Alpha Sports. Das ist ein Bürojob. Es war was ganz anderes. Es war keine leichte Zeit, diese Umstellung, aber ich habe mich total gefreut, meine neue Herausforderung anzugehen. Dementsprechend kann ich mich nicht beklagen. Ich fühle mich wohl in meinem neuen Leben sozusagen, im neuen Zuhause. Und bin sehr, sehr gespannt aber auf heute Abend. Ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wie oft hast du denn in der Woche noch den Ball am Fuß? Bis jetzt kein einziges Mal, bin ich ehrlich. Gar nicht? Nein. Wahnsinn. Nicht mal ein Büroball irgendwie? Ab und zu, da haben wir so ein bisschen so einen Schießwettbewerb. Manchmal blamiere ich mich auch noch, deswegen
ewig lange Flur, da muss man den Ball durchpassen und unsere Anwälte und auch die Mitarbeiter sind ja alle so fußballisch ein bisschen begabt, dann wird man ein bisschen aufgezogen, wenn man das nicht schafft, aber bis jetzt kam bei mir nicht so oft vor, aber mehr Fußball auch nicht. Sehr gut. Bei dir, Lara, ist der Ball gar nicht so weit entfernt in Zürich. Erzähl mal. Nicht so weit entfernt. Ich arbeite jetzt beim Grasshopper Club Zürich im Frauenfußball und ja, also ich hatte auch nicht so oft den Ball am Fuß. Allerhöchstens, wenn ich die beim Training mal alle einsammel, wenn sie wieder über den Zaun geschossen haben oder so. Aber ja, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich Fußball gespielt seit letzten Sommer. Aber erfüllt dich der Job? Macht's Spaß? Ja, es ist ein sehr anstrengender, schwieriger Job. Also auch die Umstellung war sehr schwierig für mich. Ich denke, die ist immer noch im vollen Gange, aber ja, der Job, es gibt auch viele Seiten, die Spaß machen und ich glaube, so langsam komme ich rein und ja, ich hoffe, da kann ich noch lange dranbleiben und viel Erfolg damit haben. Sehr gut. Wir schauen jetzt gleich einmal gemeinsam, wir haben noch 2 Minuten, dann schauen wir auf die Mannschaftsaufstellung und auf Alexandra Popp, die uns jetzt hier gerade im Interview crasht. Poppy, alles gut? Ja, alles super. Hallo. Hallo Poppy. Hallo. Hallo. Vorfreude auf das Spiel? Ja klar, natürlich. Deswegen muss ich jetzt auch wieder gehen. Dann maximalen Erfolg. Oh, Poppy crasht das Interview. Ja, hervorragend. So, jetzt habe ich aber nicht den Faden verloren. Also haben wir denn jetzt schon 17:30? Noch nicht ganz, weil wir müssen die UEFA-Regularien natürlich einhalten. Aber schön, dass ihr heute den Weg hingefunden habt. Ich glaube, so ein Highlight, das nimmt man gerne mit, oder Lara? Auf jeden Fall. Also ich hätte auch gerne mal hier gespielt. Es ist aber schön, dass sie das jetzt dieses Jahr schaffen und ich glaube, alle sind top motiviert für so ein Spiel auf so einem Rasen gegen so einen Gegner. Super Ausgangslage auch mit dem Resultat aus dem Hinspiel und ja, ich freue mich auch sehr. Und du bist mit dem Zug hergekommen und das hast du dir auch definitiv nicht nehmen lassen heute Abend, oder? Nein, dazu muss man ja auch sagen, ich habe hier noch ganz gute Erinnerungen auch gegen Arsenal. Ich glaube, es war im April 2013. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Hallo, grüß dich. Hi. Sorry. Danke. Genau, ich habe den Faden auch nicht verloren. Also, ich habe hier noch ganz gute Erinnerungen, genau in diesem Stadion, genau gegen gleicher Gegner. Ich glaube, genau Viertelfinale war das auch. Wir haben da gewonnen. Deswegen habe ich gedacht, irgendwie muss ich ja hier sein. Das fühlt sich gut an und ja. Mit dem Zug nach Berlin, 1,5 Stunden, war easy. Kann man machen. Und was ist am Ende der Saison passiert, als ihr gegen Arsenal gewonnen habt? So weit sind wir noch nicht, das weißt du doch. Okay, ihr Lieben. Perfekt, jetzt ist gerade mein iPad ausgegangen. Super. Aber ich bin natürlich gut vorbereitet. Ich habe das natürlich auch auf meinem kleinen Handy hier drauf. Und wir schauen einmal gemeinsam auf die Mannschaftsaufstellung. Ich hoffe, ihr könnt es auch lesen. Mit der 1 Almut Schuld. Mit der 2 Lynn Wilms, mit der 4 Kathi Hendrich, mit der 5 Lena Oberdorf, die Nummer 6 Dominik Jansen, die 8 Lena Lattwein, Kapitänin heute Svenja Huth, Feli Rauch mit der 13, Jill Roth, die 14, Tabea Wasmuth, 9 Tore bereits geschossen mit der 28 und die 32 unsere Isländerin Jonsdottir. Wie schaut ihr auf diese Aufstellung? Was würdet ihr taktisch vielleicht sogar sagen? Wie tritt man hier heute auf? Wollen wir die mal irgendwie so ins Blaue hineinordnen? Almut ist klar. Ja, ich glaube, diese Erfahrung gerade im Tor in diesen Spielen ist sehr wichtig. Das gibt der Mannschaft Rückhalt, das gibt der Mannschaft Sicherheit. Das kennen wir auch noch von aktiven Zeiten. Deswegen ist die Entscheidung, da ist für mich gar keine Fragezeichen dahinter. Und ich freue mich auch, dass Almut wieder auf diesem Niveau ist, angekommen ist nach jeder Verletzung und nach jeder Schwangerschaft, dass sie der Mannschaft wieder helfen kann. Dann schauen wir wahrscheinlich auf eine Viererkette, würde ich fast sagen. Ja. Joe fällt ja heute leider gelb gesperrt aus. Dafür rutscht, glaube ich, Lynn Wilms ins Team. Innenverteidigung, Kathi Hendrich. Wir sind gerade live, guter Mann. Wir sind gerade live drauf, aber schönen guten Abend. Ich glaube, alles das war jetzt gecrashed. Alle, ja. Aber schön. Irgendwie kommen wir auf Knopf bestimmt. Wenn sie wenigstens Getränke mitbringen würden. Ja, ja. Schauen wir auf die Innenverteidigung. Kathi Hendrich, genauso wie, jetzt muss ich kurz gucken. Na, ja, Nico, Jansen, genau. Natürlich. Genau. Wie auch im Hinspiel also, schon. Eingespieltes Team, oder? Ist eigentlich die klassische Aufstellung, vielleicht der Jons dort hier, die reindrückt, die ja im Winter angekommen ist, Svendis,
hat wahrscheinlich jede Sache gut gemacht gegen Frankfurt. Hat natürlich viel Speed und bringt auch ein bisschen Mut und ja, ist jung, unbeschwert ins Team. Ich hätte natürlich persönlich gerne Anna Blesse in der Aufstellung gesehen. Ich auch! ja, genau, aber sonst ist das eine hochsolide Aufstellung, sicher die beste Aufstellung, die der Trainer da ins Spiel schickt. Ja, man muss ja auch bedenken, das sind ja genau diese Wochen, die anstrengendsten eigentlich in der Saison. Vom Kopf her, von Mentalität, Leistung her, Laufbereitschaft. So wie ich ja weiß, am Wochenende kommt ja Bayern München. Es sind ja die Spiele, wofür man ja gerne spielt. Und da muss man aber trotzdem schauen, dass da wirklich jede Spielerin gesund ist, auch zu 100% einsatzbereit ist. Man muss ja auch gucken, wie das mit der Müdigkeit von den bisherigen Spielen ja aussieht. Aber die Aufstellung ist für mich jetzt auch gar keine Überraschung. Ja, Jon Stott hier, wo sie reingekommen ist gegen Arsenal, fand ich sie eigentlich sehr gut, mutig. Sehr erfrischend, ne? Ja, also genau. Also so, sie macht sich keine Gedanken. Genau, das ist ja auch wichtig bei solchen Spielen. Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Es ist ein Entweder-Oder-Spiel. Aber das macht es ja auch aus, ne? Und wenn solche Spielerinnen reinkommen und einfach mit Mut und mit Speed nach vorne kommt, das zieht ja eine ganze Mannschaft mit. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sie jetzt von Anfang an dann agiert. Aber wo sie reinkam, fand ich sie sehr belebend. Und deswegen ist es, wie Lara auch sagt, wahrscheinlich wirklich gerechtfertigt, dass sie von Anfang an spielt. Absolut, absolut. Falls ihr euch wundert, wo Pauline Bremer ist, die fällt heute Abend leider aus. Und zwar mit muskulären Problemen. Aber die Ersatzbank ist natürlich auch. Blicken wir auf das Bayern-Spiel gestern zurück. Das war ja auch kurios, ja, dass sie da vier Spielerinnen hatten. Also da kann Tommy Stroth wirklich aus den Vollen schöpfen und dann dementsprechend auch gut reagieren. Ja, das muss ich auch sagen. Bei solchen Spielen, dass es keine Regelung gibt wegen so vielen Corona-Ausfälle, finde ich persönlich, das wollte ich unbedingt mal gesagt haben, persönlich ein bisschen schade, weil das verfälscht eventuell ein Ergebnis. Ne? Und Ich persönlich, wie ich gestern das Spiel gesehen habe, Bayern hat ja super mitgehalten, aber mit, ich glaube, drei Ersatzspielerinnen standen zur Verfügung. Ist ein bisschen unfair, würde ich sagen. Klar kann man nicht dafür, aber gerade Viertelfinale, es geht um alles. Ist ein bisschen komisch, aber das, ja, kann man leider irgendwie sich nicht davor schützen, aber umso schöner, dass der VfL solche Probleme nicht zu beklagen hat und sie aus dem Vollen schöpfen können. Definitiv. Wie schaut ihr denn auf das Rückspiel zurück, das 1:1? Der Ausgleich in der 89. war extrem bitter. Wenn da vorher, glaube ich, das 2:0 fällt, ich denke nur an diese beiden Pfostenschüsse quasi in einer Situation, dann kann sich Arsenal auch nicht beschweren, wenn das 2:0 ausgeht, oder? Lara, wie hast du das Hinspiel gesehen? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil ich im Training war. Wir trainieren immer spät und dann muss ich noch nach Hause fahren. Von dem her habe ich nur die Highlights gesehen, also muss vielleicht Jay fragen. Jay, ja, also ich fand das Spiel war sehr vorsichtig von beiden Mannschaften. Ist ja klar, im ersten Spiel tastet man ja sich ran, guckt man, was die andere Mannschaft macht, mit welcher Aufstellung, mit welchen taktischen Vorgaben. Deswegen war es so ein bisschen eher so, ja, nicht so viele Chancen, aber dafür ja wirklich sehr taktisch. Ich fand leider, das Gegentor war so ein Foul, was man hätte vermeiden können von vornherein. Ich weiß jetzt nicht persönlich, wer das war, aber es war kurz vor dem 16er und das hätte man ja vermeiden können. Ob dieser Freistoß wirklich gewollt war, das bezweifle ich. Das war ja jetzt, glaube ich, keine eingeübte Formation. Ich hätte auch gedacht, wenn das 2:0 fällt, wäre ein besserer Ausgangspunkt gewesen, aber ich denke nicht, dass das gesagt hätte, okay, das Spiel ist durch und wir sind locker weiter. Deswegen ist vielleicht man mit dem 1:1 besser bedient, weil der Fokus vielleicht noch größer ist und man weiß, okay, es gibt zwar keine Auswärtstorregelung, das heißt, man muss gewinnen. Und es ist das Einfachste im Fußball, man muss gewinnen. Das heißt, wir gehen nach vorne und vielleicht ist es besser. Ja, vielleicht ist es besser. Auf eine Spielerin würde ich gerne zu sprechen kommen, und zwar auf Tabea Wasmuth. Die habt ihr jetzt persönlich hier beim VfL nicht mehr kennengelernt. Ist ja ein Neuzugang im Sommer gewesen, aber die macht ihre Sache in der Champions League extrem gut. 9 Tore bereits, superschnelle Spielerin, geilen Abschluss. Lara, was denkst du über Tabea? Also ich kenne sie nicht persönlich, habe viel von ihr gehört, natürlich auch durch Anna. Ich finde, sie ist mit einer super Einstellung zum VfL gekommen. Vielleicht ein bisschen noch zu zurückhaltend am Anfang der Saison für das, was sie eigentlich wirklich kann. Aber sie hat sich da super reingespielt,
und vor allem auch in der Champions League gezeigt, was sie kann, was sie auch auf dem höchsten internationalen Niveau kann. Und ja, ich finde, sie macht ihre Tore auf verschiedene Arten. Also sie ist sehr vielfältige Waffe und ich schaue ihr sehr gerne zu. Und ja, bin gespannt, was sie auch heute Abend wieder zeigt. Sind wir, glaube ich, definitiv alle. Und wir möchten euch an dieser Stelle auch noch was zeigen. Und zwar blicken wir nochmal auf das Hinspiel zurück, auf dieses 1:1 im Emirates Stadium und das Tor von Tabea Wasmuth mit dem Kopf. Ach, da sind wir schon wieder drauf. Wir haben uns hier gerade verquatscht, liebe Wölfe zu Hause. Aber wenn man sich so lange nicht sieht, ist das auch mehr als verständlich. Ihr Lieben, über 10.000 Zuschauer werden hier heute erwartet in der Volkswagen Arena. Das ist, glaube ich, eine richtig, richtig coole Kulisse. Du hast gerade vorhin schon von deinen Erlebnissen hier in der Volkswagen Arena berichtet. Du warst leider damals nicht dabei. Aber gibt das nochmal so ein bisschen extra Push, wenn dann hier in die große Arena umgezogen wird? Wir sehen auch im Hintergrund so ein bisschen, die Ränge füllen sich langsam. Gibt das nochmal einen extra Punkt? Absolut, absolut. Also das ist ja immer das größte Highlight, wenn man in einem großen Stadion spielen kann, wenn dann auch noch die Leute da sind. Schade, dass wir nicht die Bude voll kriegen, wie jetzt gestern in Barcelona. Aber es ist sicher ein großer Schritt in die richtige Richtung, auch hier in Wolfsburg, wieder mal hier drinnen zu spielen. Und für die Spielerinnen, ja, also die werden auf jeden Fall extra motiviert sein. Das letzte Mal in der Volkswagen gegen Arsenal waren 8.000 und ein paar Fans da. Jetzt sind wir fünfstellig. Das ist ein cooles Zeichen hier aber auch, ne? Oder Jay? Ja, ich bin aber auch Ladas Meinung. Schade, dass die Bude nicht voll ist. Ich meine, es ist ein super attraktiver Gegner, super attraktives Wettbewerb. Mehr kriegt man halt nicht, ne? Also da ist, ja, ich frage mich, wieso nicht die Bude voll. Es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Event, so wie wir es gestern gesehen haben. Und es gibt der Spielerinnen endlich mal wirklich diesen Platz, den sie auch verdienen. Und ja, damit wir aber nicht so negativ sind, es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es in Deutschland noch mehr passieren muss, damit die Stadien voll sind, ob das in München, Wolfsburg oder wo auch immer ist. Und ja, dass sie mit jetzt unterstützt werden, dass der Frauenfußball generell einen Schritt, noch mehr Schritte nach vorne macht in einem schnelleren Tempo. Und da machen wir heute Abend auch definitiv Werbung für. Gibt noch einen Einblick. Klar, Anna Blesse ist, glaube ich, die Connection von euch beiden. Aber zu wem aus dem Kader habt ihr immer noch mal Austausch?
habt ihr vor dem Spiel auch mal rumgefragt, wie es in der Mannschaft gerade aussieht? Ja, ich, für mich direkt über Anna kriege ich das meiste mit. Sonst ab und zu noch Poppy, also die alten, Cicek ist jetzt weg, also Sarah Dorsun. Die muss ich jetzt nicht mehr fragen, wie es in Wolfsburg läuft. Ja, so ein bisschen. Ja, ich bin auch natürlich mit Anna in Kontakt, auch ab und zu mit Poppy. Ich habe ja auch am Montag, haben wir kurz mal, glaube ich, bei Instagram geschrieben, habe gesagt, dass ich hier bin, hat sie sich sehr gefreut. Aber sonst muss ich sagen, die Mannschaft hat sich ja auch sehr ausgewechselt sozusagen und viele kenne ich ja auch persönlich nicht, nur als Gegner oder ja so, aber klar mal Insta-Story-Reaktion oder so, aber mehr halt auch nicht, was ja auch normal ist. Ne? Also man geht getrennte Wege, das Leben verändert sich für uns, für die geht das hier weiter mit Fußball, ist ein ganz anderes Leben, von daher ist es ganz normal, aber klar, Poppy, Anna, manchmal Almut, Lara ab und zu, wenn sie Zeit hat, mir zu antworten, auch wenn sie nicht mehr spielt. Nein, Spaß, aber genau, also halt, die Spielerinnen von den alten Zeiten. Und mit Noel Maritz gab es da vielleicht auch Austausch? Ja, mit Noel auch ab und zu, also immer wieder mal nachfragen, wie es so läuft in London, wie es ihr geht. Und wir haben sie vorhin kurz gesehen, es war schön, kurz Hallo gesagt. Ja, das sind dann auch so die Momente, wo dann alles wieder ist wie früher. Also man muss da nicht groß in Kontakt bleiben. Wenn man sich wieder sieht, dann ist alles wie immer. Sehr gut. Wie habt ihr euch denn damals, blickt man nochmal auf eure aktive Karriere zurück, auf solche Highlight-Spiele vorbereitet? Gab es da irgendwas, was ihr besonders gemacht habt? Ja, also mir hat immer geholfen, wenn ich mir gewisse Dinge vorgestellt habe, also visualisieren und auch halt ein bisschen im Stadion dann schon visualisiert, aber sonst eigentlich jedes Spiel gleich ernst genommen, egal wie groß oder wie klein die Kulisse war. Und hattest du immer die gleichen Rituale, oder? Ja, also viele hatte ich jetzt nicht wirklich, aber vorgestellt habe ich immer natürlich, wie ich ein Tor reinmache in besonderen Situationen oder so ein bisschen, wie man die Flugbahn von Bälle ausrechnet, im Kopf nochmal alles so durchgegangen, Laufwege, klar. Aber auch nicht zu viel. Am Ende, mit dem Alter, war es immer entspannter. Da gab es für mich jetzt nicht besonders. Ich habe halt versucht, nicht zu viel zu essen, weil ich mit vollem Magen oder weil ich viel vorher gegessen habe, einfach nicht mehr laufen konnte. Aber wie gesagt, so große Sachen hatte ich jetzt nicht. Wir haben immer angestoßen. Ja, stimmt. Ja, ja, unser Pappbecher. Ne? Ja, wir hatten ein kleines Ritual mit Anna. Stimmt. Wir haben immer zu dritt angestoßen vor dem Spiel. Und wenn einer mal gefehlt hat, genau, dann haben wir mal mit einem Edding da drauf gemacht, ein Foto geschickt. Ja, genau. Sehr schön. Ihr Lieben, wir sind schon tatsächlich am Ende unserer Sendezeit, aber ich lasse euch hier nicht gehen, bevor ihr einen kleinen Tipp abgegeben habt, wie denn dieses Spiel ausgeht und ob es gut für den VfL ausgeht. Auf jeden Fall. Ich sage 3-1 für Wolfsburg. Ich sage auch VfL 2-0. 2-0. Das würde die nächste Runde bedeuten und da würden wir uns davon natürlich... Davon gehen wir ja aus. Extrem drüber freuen, wenn es dann Halbfinale gegen den FC Barcelona geben würde. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Auf jeden Fall. Dankeschön. Dann wünsche ich euch ein gutes Spiel, gutes Gelingen und dass wir uns bald hier vielleicht im Halbfinale ja in der Volkswagen Arena wiedersehen. Ja, sehr gerne. Ihr seid immer herzlich willkommen. Schön. Und an dieser Stelle möchte ich auch mich bei euch bedanken. Danke für eure Zeit und wir haben hinten raus noch einen kleinen Rausschmeißer für euch, denn Kulle hat diesmal nicht die Kabine vorbereitet, sondern ein anderer. Freizeit optimal genutzt, alles vorbereitet für einen richtig geilen Fußballabend. Auf geht's, Mädels! Niemand hat an uns geglaubt, waren quasi ausgeschieden. Ein 2-0 gegen den Champions League-Finalisten aufholen, gegen Kirby, Harder, Kerr. Auf keinen Fall. Wäsche waschen. Aber es geht um den Sport, um Arbeit, um Fußball, um Leidenschaft auf dem Platz. In den 90 Minuten alles aus deinem Körper rauszuholen, deine Gegenspielerin zu respektieren und deine Mitspielerin zu unterstützen. Kommt doch keiner. Das ist doch kein Fußball. Hater gonna hate. Fuck off. Jeder, der da ist, wird alles reinhauen. Herz zeigen. Gemeinsam.
auf dem Rasen, auf den Rängen. Niemals aufgeben. Wow! Fußball, take the lead! Unsere Einstellung ist immer Streben nach maximalem Erfolg, sich mit den Besten messen, von Geburt an. Das war und ist unser aller Selbstverständnis. Und da stehen wir heute erneut gemeinsam vor der nächsten krassen Herausforderung. In der Champions League, in der K.O.-Phase, im Emirates Stadium in London, in der Volkswagen Arena. Lasst uns gemeinsam rocken, Spaß haben. Zweifle nie an deiner eigenen Stärke. Glaub an dich, glaub an dein Team. Immer hungrig. Das sind wir. Das ist der VfL Wolfsburg.